blockieren. Sagen Sie, kann es sein, dass sogar auf Universitäten, wo man irgendwie den Geist walten hören und sehen sollte, so viel Dummheit, so viel unreflektierte Dummheit als Massenphänomen ausbricht? Aber ich sage euch, das hat zu tun mit der Art und Weise, wie die Probleme der Studenten in diesem Land diskutiert werden. Und es schreibt zum Beispiel, und es ist komisch, es gibt immer nur diese Kommentare, immer nur diese Artikel und diese Leitartikel in den Medien und nie etwas anderes. Es schreibt der Professor Schwarzacher, der ist Professor an der Medizin-Uni in Innsbruck. Jetzt haben wir ja schon gesehen, dass eine Professur, das Erobern einer Professur noch nicht automatisch dazu führt, einen gebildeten Kopf zu haben. Ja? Das ist halt ein gut ausgebildeter Mann, wahrscheinlich ein verdienter Kardiologe, der kann das, der kann am Herzen operieren. Ja? Aber er ist sogar so ungebildet in seiner Ausbildung, dass er nicht einmal bemerkt, dass das, was er tut, auch eine metaphorische Bedeutung hat. Er weiß wahrscheinlich nicht einmal, wie man Metapher schreibt. Jedenfalls dieser Mensch, der am Herzen operieren kann und deswegen eine Professur hat, ja, der ein Arzt ist, also einen Beruf hat, bei dem ich glauben würde, dass Empathie einer der Bedingungen, also seiner Job Description ist, ja, schreibt einen Artikel, der wirklich trieft vor Hass. Da ist blanker Hass spürbar auf eine große gesellschaftliche Gruppe, nämlich die Studenten, und auf die Hälfte der österreichischen Bevölkerung, nämlich diejenigen, die irgendwie Sozialdemokraten sind oder sozialdemokratisch gewählt haben. Und da ist blanker Hass. Und er sagt, die Sozialdemokraten sind an allem schuld. Das hat begonnen in den 70er Jahren, als sie die Universitäten geöffnet haben. Seither gibt es keine vernünftigen Uni- und Studienbedingungen mehr. Und die Sozialdemokraten sind an allem schuld. Und das ist der blanke Hass. Und der ist sogar so dumm, der Mann, dass er nicht einmal merkt, dass die Sozialdemokraten ohnehin schon längst bei ihm eingehängt mitmarschieren. Ja? Weil sie waren mitbeteiligt bei der Wiedereinführung der Studiengebühren. Sie wollen jetzt mit Kanzler Faymann klare Zugangsbeschränkungen wieder errichten. Sie sind ja eh schon dort, wo er sie hingezerrt hat. Trotzdem passt der Pass. Vernunft, perspektivische Verbesserung, perspektivisch vernünftige Vorschläge zur Verbesserung der Studiensituation, ist alles hier nicht spürbar. Ich denke mal, ich blättere und blättere in diesen Zeitungen herum. Irgendwo muss doch irgendwas stehen, was die Studenten eigentlich wollen. Und ich sehe, wir müssen die Barrieren beseitigen. Ein vernünftiges gesellschaftliches Leben und vernünftige politische Organisation der Welt wird es erst geben, wenn wir alle Barrieren beseitigt haben, sagte Kanzlerin Merkel vom amerikanischen Kongress. Da finden Sie es wieder gut, wenn Barrieren beseitigt werden. Aber an den Universitäten sollen sie errichtet werden. Ich weiß nicht, was man machen kann, um das noch nachhaltiger und noch besser zu kommunizieren nach außen, worum es hier geht. Ich weiß nicht, was man machen kann, dass noch mehr Studenten sich hier reinsetzen oder auch in einen anderen Hörsaal, um einmal zumindest die Diskussion zu bewirken. Die Diskussion auch mit den Studienkollegen, mit den Kollegen, die drüben sitzen. Ja? Eine Diskussion, die dazu führt, dass die Erstsemestrigen vielleicht auch wirklich begreifen, dass sie sich selbst ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie da brav sitzen und diese Demütigungen über sich ergehen lassen. Ja? Ich weiß nicht, was man noch tun kann, aber ich glaube, dass die einzige Möglichkeit sowieso es nur sein kann, einfach konsequent zu bleiben. Man muss konsequent bleiben. Aber man muss die Diskussion suchen. Irgendwie muss man es schaffen, mit diesen Studenten im anderen Hörsaal ins Gespräch zu kommen.
Man muss, glaube ich, klar machen, dass derjenige, der vom ersten Semester seines Studiums an klar und deutlich signalisiert, ich bin bereit, ich bin bedingungslos bereit, in einem System, wie es mir vorgesetzt wird, zu funktionieren, dass ein Student, der dazu bereit ist, eigentlich sagt, ich bin bereit, in jedem System zu funktionieren. Und in diesem Land, auf diesem Teil der Welt, auf diesem Kontinent, ist das gemeingefährlich. Das muss man irgendwie klar machen. Wer auf Biegen und Brechen bedingungslos bereit ist, Systemvorgaben, die er selbst nicht hinterfragt hat und die er nicht hinterfragen will, einfach zu erfüllen, funktioniert irgendwann in jedem System. Und dann führt universitäre sogenannte Ausbildung, in Wirklichkeit universitäre Bildung, in Wirklichkeit Ausbildung, führt dann halt dazu, dass man in der Bürokratie eines menschenverachtenden Systems, und wir haben solche Zeiten in größter Radikalität hier erlebt, dass man halt in dieser Bürokratie ein Rädchen und ein Schäubchen ein bisschen weiter oben ist. Dass man halt Sektionschef ist und nicht vertragsbedingt zu sein. Das kann dann halt der Sinn eines Studiums sein. Aber wie kommt man in diese Diskussion rein? Wenn wir gerade über Journalismus reden und mäßig, ich glaube, dass man das hier wirklich also besonders intensiv diskutieren sollte an dieser Fakultät, an dieser Uni. Ich habe ja blöderweise schon das Alter erreicht, wo dann Erinnerungen kommen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich am Ende meines Studiums war, da war ich befreundet von Studienzeiten her mit einem jungen Mann, der dann Journalist wurde. Und er hat eine schöne Karriere gemacht, war hochtalentiertes Bürschel. Und er wurde dann Chefredakteur der damals existierenden Wochenzeitschrift Wochenpresse. Und diese Wochenpresse war ökonomisch gefährdet, die Abozahlen sind zurückgegangen, Anzeigenkrisen, was weiß ich. Und dieser Chefredakteur der Wochenpresse hat Woche für Woche einen Leitartikel geschrieben, in dem er den Staat darum angebettelt hat, die Zeitung wieder zu subventionieren, die Presseförderung zu erhöhen, die Meinungs- und Medienvielfalt in diesem Land zu erhalten. Es ist eine Aufgabe des Staates, Rahmenbedingungen für die vernünftige Pressevielfalt zu garantieren. Und es wäre daher ein Skandal, wenn die Wochenpresse einginge und damit eine wichtige Stimme der Meinungsvielfalt verloren ginge. Und er hat das geschrieben Woche für Woche, er hat den Staat angebettelt und hat das immer wieder aufs Neue argumentiert. Und dann ist die Wochenpresse eingegangen und vom Markt verschwunden. Und dann war er freier Journalist. Und dann hat er einen Job gesucht. Und dann hat er einen gefunden. Und dann hat man ihm gesagt, du kannst bei uns schreiben. Du schreibst das Gegenteil. Du schreibst, der Staat gehört zurückgedrängt. Du schreibst jetzt, nur die Fittesten haben zu überleben. Du schreibst jetzt, dass Subventionen, also eine Verzerrung der Marktsituation ist. Wenn du das alles schreibst, sagen wir das Doppelte, was du vorher gehabt hast, als Chefredakteur der Wochenpresse. Dieser Mann ist Christian Ortner, der hat es gemacht. Ja. Und wenn ich ihn sehe, wenn man am Naschmarkt begegnet, ja, er grüßt mich nicht, beziehungsweise schreibt dann wieder irgendwelche zynischen Schlenker über mich, wenn ich mich öffentlich äußere, auch in seinem Blog, weil er natürlich genau weiß, dass ich mich erinnern kann. Und das ist wahrscheinlich wirklich nichts schlimmer, als wenn man daran erinnert wird, dass andere sich erinnern. Aber deswegen ist Erinnerungskultur auch ganz gut. Ja? Also das erzeugt zumindest Charme. Und in diesem Land Charme zu empfinden in der Erinnerung an die autoritären und totalitären Systeme, an die Mördersysteme, die hier schon geherrscht haben, wo auch jeder geglaubt hat, es geht ja nicht, das ist die Welt. Meine Großmutter hat gesagt, ja, die Zeiten waren schlecht. Ja? Wenn ich sie nach damals gefragt habe. Man muss daran erinnern, wer bereit ist, bedingungslos zu funktionieren, wer bereit ist, Vorgaben zu erfüllen und sie nicht zu hinterfragen. Man kann nicht. Ich meine, ich möchte nie mit einem schlecht ausgebildeten Piloten fliegen. Das ist ja klar, kein Mensch verlangt, dass man
dass jeder, bevor er irgendwas tut, was er tun soll, einmal ein Plenum abhält und dass die Piloten da auch sagen, naja, wir schon über Flugticket für 20